Heute haben wir zwei Enduro-Modelle 2019er KTMs. Einmal die KTM 500 EXCF und dann die KTM 250 EXCF. Im 2019er Modelljahr gab es nicht so riesengroße Updates. Designmäßig ein bisschen was abgeändert, aber ansonsten ist es fast identisch zum 2018er Modell. Wir wollen mal die beiden Modelle gegeneinander antreten lassen. Und vielleicht ist es für den einen oder anderen interessant, kaufe ich mir lieber ein Motorrad, was weniger Hubraum hat, dafür vielleicht ein bisschen agiler ist, oder kaufe ich mir eine große 500er mit viel Leistung und die ein bisschen weniger Agilität bietet. Okay, wir wollen es jetzt testen auf unserer Hausstrecke und geben euch dann das Fazit dazu. So, liebe Enduro.de Zuschauer, jetzt bin ich beide Modelle mal gefahren und es hat sich so gut wie bewahrheitet, dass wirklich die 250er das deutlich handlichere Motorrad ist. Egal in welchem Parcours du unterwegs bist, extrem Enduro-Parcours, normale Enduro-Strecke oder selbst auf der Enduro-Cross- oder Cross-Strecke, lässt sich die 250er viel agiler bewegen. Ein bisschen Nachteil hat es, wenn es so lockerer Untergrund wird, da fehlt die Stabilität etwas gegenüber der 500er. Und was ich noch gemerkt habe, wenn ich wirklich mal auf Zeit fahren will, schnelle Runden fahren, da fehlt ihm auf der Geraden ein bisschen der Vortrieb. Ich bin alle Mapping-Stufen gefahren, die straffe und die sanfte, mit und ohne Traktionskontrolle. Ich muss sagen, dass die beiden Stufen, die 1 und auch die 2, ohne Traktionskontrolle, wenn man schneller unterwegs ist, doch deutlich besser gehen. Das Motorrad dreht freier raus und es fühlt sich nicht so zugeschnürt an. Also ich bin ohne Traktionskontrolle besser zurechtgekommen. Fahrwerk ist sehr straff oder besser straff abgestimmt gegenüber dem Vorjahresmodell, finde ich persönlich. Man kann auch mal einen Sprung zu weit nehmen oder irgendwo eine harte Kante runterspringen und das Motorrad bleibt stabil. Jetzt kommen wir noch zu der 500er. Das Motorrad hat natürlich ein deutlich mehr Drehmoment. Man kann eigentlich ruhiger fahren, man muss weniger anstrengend mit dem Motorrad hantieren. Ist aber nachteilig gegenüber der 250er, dass Handling einfach fehlt. Und man merkt, wenn es über ein Hindernis drüber geht, dass es einfach schwerfälliger ist, das Motorrad. Es bleibt eher mal hängen. Es ist schwieriger, das Hinterrad da drüber zu bringen, über eine Steinkante oder über ein Baumstämmchen oder Stamm. Da muss man da ein paar Kompromisse eingehen, dass man sagt, ja, Agilität ist bei mir im Vordergrund, dann doch eher lieber zur 250er greifen. Wenn aber doch mal lange Geraden hat und man doch mal ein bisschen mehr Auslauf hat, dann ist die 500er deutlich im Vorteil, weil die einfach mehr Meter macht, lässt sich ruhiger fahren, kraftsparender fahren und ja, hat auch definitiv auch seine Berechtigung, das Moped. Bei den Mapping-Stufen muss ich sagen, ist hier wiederum mit Traktionskontrolle das deutlich bessere Fahrgefühl. Es geht gleichmäßiger, es bricht nicht so unerwartet aus und man muss eh nicht in den höheren Drehzahlbereich fahren, weil ja mehr Drehmoment vorhanden ist. Und wenn man dann doch mal da ins Gas geht, hilft die Traktionskontrolle einen, dass das Motorrad nicht ganz so sehr ausbricht. Auch hier wieder, das Fahrwerk finde ich straffer abgestimmt gegenüber zum Vorjahr und man kann viel schneller irgendwo drüber fahren, ohne dass das Motorrad außer Stabilität gerät. Das ist definitiv bei der 500er jetzt der Vorteil. Mehr Stabilität, aber ein bisschen weniger Agilität. Fazit allgemein: Ich finde im harten, extremen Enduro-Bereich und anspruchsvolles Gelände, die 250er hat ein besseres Handling. Und wenn man etwas schneller und ein bisschen mehr Stabilität sucht, ist die 500er die bessere Wahl. Okay, ich hoffe, euch hat unser kleines Video wieder gefallen. Und bis bald, euer Marco.